Ich glaube, die FPÖ fordert seit 10, 15 Jahren Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylwerber. Ich habe gehört, jetzt, dass auch die Marlene Swatzek das jetzt in Salzburg umsetzen will. Das ist eine alte Forderung von uns. Also wirklich, wenn es Leistungen gibt, nur Sachleistungen, keine Geldleistungen. Nur ehrlich gesagt, vertraue der ÖVP da nicht. Die ÖVP hat schon vieles angekündigt und dann schlussendlich nicht umgesetzt. Sehen Sie hier immer mehr einen Trend, dass die ÖVP immer mehr Ideen von der FPÖ abkupfert? Naja, nee, haben wir versucht, jetzt dasselbe wie Kurz damals, nur wird er damit keinen Erfolg haben. Also ich habe ja damals gespannt seine Rede erwartet, welches der FPÖ-Programm ja jetzt kundtut. Also er hat ja wirklich in diesem Plan Österreich, der Großteil gerade im Bereich der Migration, aber auch der Wirtschaftspolitik ist FPÖ-Politik. Nur das Problem ist halt, die ÖVP sitzt seit 37 Jahren in sämtlichen Regierungen. Und es ist schon sehr interessant, dass uns der Nehammer jetzt erklären würde, was er machen würde, wenn er Kanzler wird. Also ich glaube, die Zeit vom Herrn Nehammer ist vorbei. Und das ist sozusagen das letzte Aufbäumen. Er geht all in und beschimpft dort auch alle möglichen Mitbewerber. Und das ist nicht unser Ansatz. Für die Umsetzung dieser Bezahlkarte sollen dann die Länder zuständig sein. Können die Länder Ihrer Meinung nach diese Umsetzung stemmen? Auf jeden Fall. Natürlich in Tirol auch. Wir haben jetzt im zukünftigen Tiroler Landtag nächste Woche einen Dringlichkeitsantrag, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Und das ist die Nagelprobe auch für die ÖVP, ob sie dann bereit sind, sozusagen auch das umzusetzen. In Tirol hätten wir die Möglichkeit, das umzusetzen, sofort, so wie in Salzburg auch. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass die ÖVP in Tirol zumindest umfallen wird. Von Seiten der Caritas hagelt es heftige Kritik. Es heißt, die geplante Bezahlkarte wäre ein Hindernis bei der Integration von Asylwerbern. Wie sehen Sie diesen Kritikpunkt? Ich glaube, die soziale Hängematte ist ein Hindernis für die Integration. Wir haben Zahlen, dass teilweise 2/3 der Asylberechtigten es nicht schaffen, in den Arbeitsmarkt sich zu integrieren. Das heißt, es ist offenbar ein Bedürfnis da, nicht zu arbeiten, aber trotzdem hier zu sein in Österreich, und das kann es nicht sein. Und man hat auch in Deutschland einige Beispiele gesehen, dort wo Asylkarten eingeführt wurden, da sind die Asylzahlen drastisch zurückgegangen. Offenbar ist das kein Anreiz mehr für Wirtschaftsflüchtlinge, und das soll so sein. Also wie gesagt, Leistungen, wenn es notwendig ist, ja, aber keine Geldleistungen. Sie fordern eine Entschuldigung von ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer bei FPÖ-Chef Herbert Kickl. Wofür soll sich denn Nehammer entschuldigen? Naja, für seine getätigte verbale Inkontinenz. Also ich kann nicht hergehen und den Bundesparteiobmann der FPÖ als Rechtsextremen darstellen und ihn auch so zu bezeichnen. Ich befürchte fast, dass der Bundeskanzler der Dimension dieses Begriffes sich nicht ganz bewusst ist. Und da kann man natürlich nicht zuschauen. Und die Situation von Herrn Nehammer ist prekär. Er geht sozusagen all in. Er möchte nunmehr mit aller Macht versuchen, irgendwelche Wähler wieder zurückzugewinnen. Bei den derzeitigen Umfragewerten, wenn die in Wahlergebnisse gegossen werden, ist der Herr Nehammer nach der nächsten Nationalratswahl, wenn er es dann überhaupt bis dahin schafft, nach der EU-Wahl sowieso Geschichte. Sie sagen, in den Äußerungen von Karl Nehammer ist eine rote Linie eindeutig überschritten worden. Was ist denn mit dieser roten Linie gemeint? Naja, als Freiheitlicher muss man gleich so vorweg sagen, also wir sind ja auch keine Kinder von Traurigkeit, das ist ganz klar, wir teilen auch aus und wir stecken auch ein. Nur Personen als rechtsextrem zu titulieren, also jeder weiß, was damit gemeint ist. Es ist ja dann ganz klar zu sagen, es geht in Richtung Nationalsozialismus, diese Nazi-Keule, und wenn jetzt jemand von einer sich schimpfenden konservativen Mitte-Rechtspartei das so behauptet, dann ist das sehr prekär. Nicht? Da geht da den Linken auf den Leim und dann macht genau den selben Fehler. Er stigmatisiert sozusagen auch die Wähler zu Rechtsextremen, und das kann es natürlich nicht sein. Und da muss ich als Landesparteiobmann der FPÖ auch einschreiten und sagen, er soll einmal sich überlegen, was der Begriff Rechtsextrem überhaupt bedeutet. Ich befürchte fast, dass der Herr Karl Nehammer das nicht weiß.